إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد liebe Geschwister im Islam, möge Allah SWT euch segnen. Die Unterrichte, inshallah, sollen weitergeführt werden. Und das ist das Beste, was wir machen, dass wir zu Allah SWT das Verhalten zeigen, was ihn zufriedenstellt. Und dass wir mit Reue zu Allah zurückkehren. Und dass wir diese Unterrichte sozusagen nutzen. Und jazallahu khairan, jeder, der jetzt reinschaut, jazakallahu khairan, achi adil, barakallahu fiq. Und möge Allah SWT euch profitieren lassen. Wir sind stehen geblieben bei der 87. Frage. Was ist der Beweis, dass der Muslim an Allahs Gesandten glauben muss? Und das ist sozusagen eine Stelle von das Buch A'lam al-Sunna al-Manshura, was eigentlich sozusagen den Aqida des Muslims in vereinfachter Form spricht. Und diese Frage gehört sozusagen zu den Säulen des Imans, der Glaube an die Gesandten. Und was ist der Beweis, dass der Muslim an Allahs Gesandten glauben muss? Sagt hier der Verfasser, es gibt viele Beweise im Koran und Sunna davon, wahrlich diejenigen, die Allah und seinen Gesandten verleugnen und zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen wollen und sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen und einen Weg dazwischen einschlagen wollen, das sind die wahren Kafirun, also die wahren Ungläubigen. Und für die Kafirin, also für die wahren Ungläubigen, haben wir schmachvolle Strafe bereitet. Diejenigen aber, die an Allah und seine Gesandten glauben, hier ist der Beweis für den Glaube an alle Gesandten und keinen Unterschied zwischen jemanden von ihnen machen. Und das ist auch wiederum ein weiterer Beweis. Denen wird er ihren Lohn geben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Das sind die Verse von Surat al-Nisa, von Vers 150 bis Vers 152. Und auch der Gesandte Allahs sagte, ich glaube an Allah und seinen Gesandten. Das heißt, der hat alle Gesandten erwähnt, ohne einen Unterschied zu machen. Und hier, daraus entnimmt man, und das kann man inshallah aufschreiben für unsere Schüler, inshallah, die immer mitschreiben von den Notizen, mitschreiben und sozusagen profitieren. Der allererste Punkt, der Glaube an die Gesandten ist verbunden mit dem Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das Schicken von Gesandten und Herabsenden von Büchern, das gehört zur Handlung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist sozusagen, wenn man an Allah glaubt und an sein Wissen und an seine Weisheit und an seine Bekümmerung und Barmherzigkeit, dann gehört dazu, dass Allah SWT auch Gesandten schickt. Das heißt, das Verleugnen von, das Senden von Gesandten ist sozusagen auch, widerspricht dem Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Widerspricht dem Glaube an die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, in einem Vers sagt Allah SWT, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ على بشر من شيء. Also, sie haben Allah nicht hoch geschätzt oder wie es ihm gebührt zu schätzen, als sie gesagt haben, Allah SWT hat nicht auf einen Menschen was herabgesandt. Und das widerspricht die Barmherzigkeit von Allah SWT, widerspricht die Kümmerung von Allah SWT zu seinen Menschen, dass Allah SWT sich um die kümmert. Wie Allah SWT gesagt hat, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَنْ يُتْرَكَ سُدًا, also denkt der Mensch, der wird einfach so gelassen. Das gehört nicht zur Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, der Glaube
an die Gesandten ist verbunden mit dem Glaube an Allahs und seine Eigenschaften und an seine sozusagen Rububiyya. Das zum einen. Zum anderen, der Glaube an die Gesandten darf da auch kein Unterschied gemacht werden. Deswegen, der zweite Punkt, was wir uns aufschreiben, ist, was Sheikh Islam Taymiyyah gesagt hat, der Glaube an die Gesandten ist verbunden, sozusagen, dass man an alle glauben sollte. Wer an einen von den Gesandten glaubt, dann muss er auch an alle anderen glauben. Und wer einen verleugnet von denen, dann hat er auch alle anderen verleugnet. Und dann hat er auch mit diesem Vers argumentiert, weil die machen dann hier einen Unterschied zwischen den Gesandten wollen einen Zwischenweg machen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie machen sozusagen, sie sind die wahren Ungläubigen. Ulaika al-Kafiruna. Das sind die zwei Punkte, die wir entnehmen aus der Frage 87. Dann die Frage 88. Was bedeutet der Glaube an die Gesandten? Sagt der Verfasser, das ist der feste Glaube, dass Allah Ta'ala jede Umma, also jede Gemeinschaft, einen Gesandten geschickt hat, der sie dazu ruft, Allah Ta'ala allein zu dienen und sich abzuwenden von allem, was außer ihm angebetet wird. Das ist ja die Aufgabe von allen Gesandten. Und der Glaube, dass alle Propheten wahrhaftig, fromm und rechtgeleitet, freigebig, großzügig, gottesfürchtig und zuverlässig sind, zuverlässig sind. Sie leiten und werden geleitet. Und von Allah Ta'ala wird dieses mit sichtbaren Beweisen und glanzvollen Zeichen bekräftigt. Das heißt, dass Allah Ta'ala auch den Gesandten schickt mit Beweis, dass er ein Gesandter ist. Es ist der Glaube, dass die alle übermitteln, wofür sie gesandt wurden. Sie haben nichts versteckt und nichts geändert und keinen Buchstaben von sich selbst hinzugefügt oder weggenommen. Allah sagte, obliegt den Gesandten etwas anders als die deutliche Übermittlung der Botschaft. Es ist der Glaube, dass sie das deutliche Recht besitzen und dass Allah subhanahu wa ta'ala sich Ibrahim und Muhammad zum Freund, also Khalil, nahm und mit Musa wirklich gesprochen hat und Idris an einen hohen Platz erhoben hat und dass Isa der Diener von Allah und sein Gesandter und sein Wort ist, welches er auf Maryam übertragen hat und den Geist Jibril von ihm und dass Allah subhanahu wa ta'ala einige von ihnen den Vorrang über andere gegeben hat, die anderen wiederum um Rangstufen erhöht hat. Das heißt, hier gehört auch zu den Glaube an die Gesandten, dass man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu jeder Gemeinschaft einen Gesandten geschickt hat. Und deren Botschaft ist gleich. Und das wird auch, inshallah, in den nächsten Fragen verdeutlicht. Was ist sozusagen, worauf waren die Gesandten einig und was ist unterschiedlich bei den Gesandten gewesen? Aber die Botschaft, worauf die sich einig waren, dass sie alle zu Allah einzig allein gerufen haben, dass man ihnen einzig allein dienen sollte und dass man niemanden ihnen beigesehen sollte. Und dann sollten wir auch glauben, dass diese Gesandten und auch die Propheten die Eigenschaften besitzen, warum Allah SWT sie ausgewählt hat zu Propheten. Das heißt, dass sie wahrhaftig sind und dass sie auch die Wahrheit immer gesagt haben und dass sie sozusagen immer Allah gehorchen und auch besonnen sind und auch großzügig sind und gottesfürchtig und auch vertrauenswürdig. Und das sieht man bei Biografie von den Gesandten. Bevor die zu Gesandten ernannt wurden, hat man in ihrer Biografie gesehen, dass sie vertrauenswürdig waren und dass sie die Wahrheit immer gesagt haben
und dass sie dann auch sozusagen die Eigenschaften besaßen, die sozusagen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sie auserwählt hat, zu Gesandten. Und das gehört auch wiederum zu was? Zu Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Er nimmt nicht irgendeine Person zu Gesandten, sondern er wählt aus, wer geeignet ist für diese Angelegenheit. Und das gehört zu unserem Glaube an die Gesandten. Und natürlich, die werden auch mit Allahs Zeichen bekräftigt, damit keiner auch sie verleugnet. Und wir müssen auch glauben, dass alle Gesandte das verkündet haben, was Allah ihnen verpflichtet hat zu verkünden. Das heißt, es gibt keiner, der etwas verleugnet hat oder sozusagen verschwiegen hat oder nicht ganz zu Ende gebracht hat, was Allah ihn verpflichtet hat zu sagen. Und auch, dass wir glauben an ihre unterschiedlichen Ränge. Wir machen keinen Unterschied, merkt euch das, wir machen keinen Unterschied in den Glaube an den Gesandten, dass wir niemals sagen, wir glauben an diesen Gesandten, aber an diesen Gesandten nicht. Da dürfen wir nicht einen Unterschied machen in den Glaube. Aber in der Rangstufe, Allah subhanahu hat sie in unterschiedlichen Rangstufen gemacht. Und das Glauben an Rangstufen widerspricht nicht, dass wir keinen Unterschied machen an den Glauben an die Gesandten überhaupt. Und was wir auch dazu fügen sollten, also das zu den Punkten, die wir uns notieren sollten, dass wir glauben an die Isma. Wir glauben an die Isma von den Propheten und Gesandten. Was bedeutet Isma? Isma bedeutet, dass sie geschützt sind. Geschützt bedeutet, dass sie in der Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala geschützt sind, das so weiterzubringen, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat, weiterzubringen. Und sie sind auch geschützt, dass sie nicht die Sünden machen, entweder auf Sünden beharren und bleiben auf Sünden, oder dass sie überhaupt von den großen Sünden, die eigentlich sozusagen die Stellung von einem Prophet widerspricht, da wird Allah subhanahu wa ta'ala die auch davon schützen. Und das gehört auch zu den Glauben an die Gesandten. Das sollten wir auch, inshallah, dazu fügen. Dann kommt die Frage, was ist die Weisheit von Senden von Gesandten? Da notieren wir uns vier Sachen, inshallah. Erstens, dass die Menschen brauchen jemanden, der sie bekannt macht mit ihren Herren und wie man sozusagen ihn anbetet und was das Recht von Allah ist. Und deswegen sendet Allah subhanahu wa ta'ala Gesandten. Deswegen ist das eine der Weisheiten, warum Allah subhanahu wa ta'ala Gesandten sendet. Eine zweite Weisheit, damit sie die Menschen frohe Botschaften verkünden und dass sie die warnen, weil Yawm al-Qiyamah wird sowieso kommen. Und deswegen verkünden die Gesandten frohe Botschaft für denjenigen, der gehorcht und der befolgt und der Allah dient, dass er den großen Lohn bekommen wird. Und sie warnen von Höllenfeuer, dass keiner Yawm al-Qiyamah sagen kann, ich habe nicht die Botschaft bekommen. Deswegen ist die Sendung von Gesandten eine Beweisführung und eine brechende Entschuldigung. Das heißt, dass man keine Entschuldigung mehr hat, nachdem die Gesandten gesandt worden sind. Deswegen ist das sozusagen auch eine Weisheit, warum Allah subhanahu die Gesandten schickt. Eine dritte Weisheit, warum Allah subhanahu die Gesandten schickt, damit sie auch die Seelen reinigen und korrigieren. Deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala über den Prophet gesprochen hat, dass er über ihn gesagt hat, der verkündet sie die Verse von Allah subhanahu wa ta'ala und reinigt sie und bringt ihnen das Buch und die Hikma bei. Reinigt, läutert sie, reinigt sie. Deswegen ist es sozusagen auch eine Aufgabe von den Gesandten, die Tazkiyah und das Rufen zu den Akhlaq und das Korrigieren von dem Verhalten von den Menschen. Und das ist sozusagen auch eine Segen, warum Allah subhanahu wa ta'ala Gesandten schickt. Und auch eine wichtige Aufgabe von den Gesandten. Deswegen kann man sich fragen, warum kommt ein Gesandte nach ein Gesandte
ist doch schon einmal ein Gesandter geschickt worden. Warum kommt dann wieder nochmal ein Gesandter und so weiter? Weil die Gesandten werden geschickt, um den Verlauf zu korrigieren, nachdem es wieder einen falschen Weg gegeben hat. Deswegen waren die Menschen zwischen Adam und Nuh alle auf eine Umma. Und da war es nicht notwendig, Gesandten zu schicken. Als dann der Schirk sozusagen eingetreten ist, ist jetzt sozusagen die Spaltung passiert unter den Menschen. Einige von den Menschen dienen einzig einen Allah und andere dienen jemand anderen außer Allah Ta'ala. Deswegen schickt Allah Ta'ala die Gesandten, damit sie diesen Weg korrigieren. Und deswegen werden auch die Gesandten geschickt, damit sie den falschen Weg korrigieren. Und das sind diese vier Weisheiten, warum Allah Ta'ala Gesandten geschickt hat. Was ist das Besondere an Propheten und Gesandten? Das heißt, hier können wir uns Sachen notieren, die Propheten von den Menschen unterscheiden, obwohl sie Menschen sind. Das heißt, sie sind auch von Fleisch und Blut erschaffen, aber sie haben Eigenschaften, die die Menschen nicht haben. Und das sind sozusagen Sonderheiten, die nur bei Gesandten sind oder bei Propheten. Als Beispiel, Allah subhanahu sagt: "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay." Sag, ich bin ein Mensch wie ihr. Was ist der Unterschied? Mir wird offenbart. Das heißt, der Unterschied zwischen dem Gesandten oder dem Propheten und dem normalen Mensch: Der Prophet oder der Gesandte bekommt Offenbarung. Und der Mensch bekommt keine Offenbarung. Wenn er nicht ein Gesandter ist, bekommt er keine Offenbarung. Und das ist ein Unterschied. Und es gibt auch einige Unterschiede, die der Prophet Muhammad Sallam erwähnt hat, die auch die Propheten von den Menschen unterscheiden. Wie zum Beispiel, als er gesagt hat: "Inna ma'ashara al-anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna." Also wir Gesandten oder wir die Propheten, unsere Augen schlafen, aber unsere Herzen schlafen nicht. Das heißt, sie sind wachsam im Gedanken von Allah Ta'ala und sozusagen sozusagen dabei sein, Allah zu dienen und so weiter. Aber ihre Herzen schlafen nicht. Das ist eine Eigenschaft, die nicht bei jemand anderen außer bei den Propheten gibt. Auch einige Regeln, die für die gelten und nicht für andere. Und zwar, sie bekommen die Wahl. Wenn sie sterben, bekommen sie die Wahl, also das heißt, in dem Sterbemoment bekommen sie die Wahl, ob sie bleiben wollen, das heißt nicht sterben wollen, oder ob sie sterben wollen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: "Ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bayna ad-dunya wal-akhirah." Also kein Prophet, der erkrankt, das heißt die Krankheit des Todes, außer dass ihm die Wahl gestellt wird zwischen diesseits und jenseits. Und wer die Geschichte des Propheten Muhammad kennt, als sie Aisha radiallahu anha von ihm gehört hat: "Bel al-Rafiq al-A'la", doch der höchste Freund, hat er sozusagen sich entschieden für Allah subhanahu wa ta'ala und ist dann gestorben. Das bekommt jetzt nicht ein anderer Mensch, egal wie hoch seine Position ist, wenn seine Stunde kommt, dann wird er genommen. Aber hier ist es eine besondere Behandlung für die Propheten, dass sie dann zur Wahl gestellt werden. Und auch zu den Regeln, die speziell den Propheten gelten, dass kein Gesandter oder kein Prophet stirbt, außer dass er begraben wird an der Stelle, wo er gestorben ist. Das heißt, wenn er zum Beispiel wie der Prophet Muhammad Sallam, der ist gestorben in dem sozusagen Haus von Aisha, dann wurde er auch begraben in dem Haus von Aisha. Und jeder Prophet, wo er an der Stelle, wo er gestorben ist, wird er begraben. Und das ist eine Besonderheit für die Propheten. Auch eine Besonderheit für die Propheten, dass ihre Körper von der Erde nicht
aufgegessen werden. Sagt der Prophet Muhammad, Inna Allah harram ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Allah hat der Erde verboten, dass sie die Körper der Propheten aufisst. Und das könnte sein bei anderen, aber das ist nicht eine Regel für andere. Aber bei allen Propheten ist das so eine Regel. Bei allen anderen könnte das passieren, aber muss nicht sein. Und das bedeutet nicht, dass er, wer sozusagen von den Nicht-Propheten, wenn er sozusagen seine Körper von der Erde zerfressen wird, dass er schlecht ist oder so weiter. Das dürfen wir nicht so denken. Ja, aber es kann sein, dass manche auch so bekommen. Aber bei den Propheten ist das eine Regel. Deren Körper wird nicht verwest und ist nicht die Erde. Auch gibt es viele, wie gesagt, viele Eigenschaften. Verkürze ich ein bisschen. Sie haben auch eine Regel, was der Erbe angeht. Sie hinterlassen keine Erbe von Geld. Wenn sie sterben, ist das, was sie hinterlassen, von Guthaben, eine Sadaqa, wird als Sadaqa verteilt, aber bekommt nicht ihre Familienangehörige als Erbe. Und auch ihre Frauen dürfen nicht geheiratet werden, wie der Prophet Muhammad sallam, dass Allah sallam verboten hat, seine Frauen nach ihm heiraten zu lassen. Dann der letzte Punkt. Was hat das für Früchte, an die Gesandten zu glauben? Dass wir wissen, dass Allah sallam barmherzig ist und dass er sich kümmert um seine Diener, so dass er für sie die Gesandten gesandt hat, um sie recht zu leiten zu dem geraden Weg von Allah subhanahu wa ta'ala, und dass sie, also die Gesandten, den Dienern zeigen, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala dienen, weil der menschliche Verstand kommt nicht darauf, wie Allah subhanahu wa ta'ala zufriedengestellt wird. Deswegen braucht der Mensch den Kontakt, dass er sozusagen Offenbarung durch die Offenbarung weiß, wie Allah subhanahu wa ta'ala gedient wird, und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten gesandt. Die zweite Sache, was lässt sozusagen für Früchte tragen, was sind die Früchte davon, wenn du an die Gesandten glaubst? Eine der Früchte ist, dass du Allah dankst. Danke Allah subhanahu wa ta'ala für die Sendung von Gesandten, weil das eine sehr, sehr große Ni'ma ist. Und das weiß einer, der wirklich die Sunna praktiziert, wie gesegnet wird sein Leben und seine Akhlaq und seine Verhalten und seine Handlungen und zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter. Das alles, was Gutes gibt auf dieser Erde, ist sozusagen eine Spur von den Gesandten. Wenn die Menschen sich davon distanzieren, dann sieht man, was für Ungerechtigkeiten sozusagen entstehen und falsches Verhalten und so weiter und so fort. Deswegen, wenn wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Gesandten geschickt hat, mit das, was sie geleistet haben, mit das, was sie dazu gerufen haben, dann danken wir Allah subhanahu wa ta'ala für diese große Ni'ma. Und auch die dritte Sache, dass wir durch den Glaube an die Gesandten die Liebe zu den Gesandten gewinnen. Und dass wir die verehren und dass wir die loben für das, was sie gemacht haben und das, was sie verdienen von Lob. Deswegen sind das die Früchte von dem Glaube an den Gesandten. Jetzt die 89. Frage. Stimmten die Predigten der Gesandten über die Befehle und Verbote überein? Auf Arabisch: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه. Also gibt es die Übereinstimmung von den Gesandten in ihre Da'wa, in das, was sie befehlen und das, was sie verboten. Das heißt, sind sie alle mit der gleichen Sache gekommen? Sagt hier der Verfasser, ja, die Predigten, also die Da'wa, stimmten überein
von ersten bis zum letzten Gesandten in den Grundlagen des Gottesdienstes und ihrer Basis. Das ist der Tawhid, das heißt die Einheit oder die Einzigkeit Allahs und Einheit in der Anbetung Allahs Ta'ala in allen Arten der Ibadah in Bezug auf den Glauben und Sprechen und die Taten sowie das Abkehren von alles, was angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Was die religiöse Verpflichtungen betrifft, wie das Gebet und das Fasten und so weiter, so sind sie eine Pflicht für manche Propheten und für andere keine Pflicht. Was für manche verboten wurde, ist für die andere erlaubt, als Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Die 49. Frage beschäftigt sich mit, was ist die Übereinstimmung von der Dawa der Propheten und was kann unterschiedlich sein bei den Dawa der Propheten. Und wie der Verfasser gesagt hat, von Anfang bis zum Ende haben die sich auf die Aslul Ibadah, die Grundlage der Ibadah. Die Grundlage der Ibadah, das ist der Tawhid. Weil auf dem Tawhid ist alles aufgebaut. Und da kann kein Prophet kommen, ohne dass er zum Tawhid ruft. Das heißt, das ist alles, wo sozusagen alle Propheten sich einig sind, wenn sie zu jemandem geschickt werden, dass sie zum Tawhid rufen. Dann sagte der Verfasser, aber was die Verpflichtungen angeht, womit man angebetet wird, also womit Allah angebetet wird, das kann sein, damit man das inshallah auch genauer besitzt, es kann sein, dass auf einige Verpflichtungen kommen, was nicht auf andere trifft. Und das ist als Prüfung. Und das braucht vielleicht sozusagen auch mehr Verdeutlichung. Deswegen schreiben wir uns auf, die Stellen, wo sich die Gesandten und die Propheten einig sind. Das schreiben wir uns als allererstes den Tawhid, das hat ja auch der Verfasser erwähnt. Auch die Angelegenheiten der Aqidah und des Glaubens und die Säulen des Imans. Wenn ihr zum Beispiel die letzte Verse von Surat al-Baqarah liest, Amana al-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Das sind die Säulen des Imans, das ist der Glaube von allen Gesandten und alle ihre Folger. Deswegen gehören die Säulen des Imans auch zu den Übereinstimmungen mit allen Propheten. Und dann, was man auch aus dem Koran entnimmt, dass sozusagen einiges wurde erwähnt in den früheren Büchern, das heißt, das ist eine Übereinstimmung, wie zum Beispiel Grundprinzipien, dass es Grundprinzipien gibt von Bestrafung und sozusagen Belohnung und womit man sozusagen die Zufriedenheit bekommt oder wie man sich reinigt oder dass sozusagen die Erde auf der Erde befestigt, derjenige, der gläubig ist, derjenige, der rechtschaffen handelt und so weiter. Das sind auch Übereinstimmungen, das heißt Prinzipien oder Grundlagen, wo eigentlich über allen Propheten auch Übereinstimmung gibt. Grundprinzipien wie die Gerechtigkeit, das ist sozusagen auch eine Übereinstimmung mit allen Propheten. Das heißt, es kann nicht zum Beispiel bei einem Prophet kommen, der zu Ungerechtigkeit ruft und ein anderer ruft zu Gerechtigkeit. Das sind sozusagen Grundprinzipien, wo sich die Propheten und Gesandten einig sind. Auch die Akhlaq. Die Akhlaq sind auch Übereinstimmungen, weil der Prophet Muhammad hat gesagt, ich bin gekommen, um die Akhlaq zu verfeinern oder zu vervollständigen. Das heißt, der ändert nicht an die Akhlaq, sondern der gibt es weiter.
und auch den Hadith des Propheten Muhammad sallam, etwas, was man von dem früheren sozusagen geerbt hat. Wenn du dich nicht schämst, dann tu, was du willst. Das heißt, das sind sozusagen die Akhlaq von den Propheten, die man geerbt bekommen hat. Das sind alles sozusagen Übereinstimmungen bei den Propheten. Und auch zu den Übereinstimmungen gehört vieles von den sozusagen Säulen des Islams, wie das Gebet und das Fasten. Das Gebet gehört auch zu den Übereinstimmungen. Es kann sein, bei der Art und Weise oder bei Einzelheiten im Gebet, dass da Änderungen gibt. Ja, aber den Grund aus, das Gebet von Grund aus, das ist sozusagen auch, das gehört zu den Übereinstimmungen. Und wenn ihr den Vers von Fasten hört, o ihr Gläubigen, euch ist das Fasten zur Pflicht gemacht oder vorgeschrieben, genauso wie ihr das den Völkern vor euch vorgeschrieben haben. Das heißt, es ist auch zu den Pflichten, die Allah Ta'ala auch den anderen verpflichtet hat. Und auch als er über Isa gesagt, geredet hat, der hat mir das Gebet verpflichtet und die Zakah zu entrichten. Deswegen, diese fünf Säulen, die sind übereinstimmend bei den Propheten und bei den Gesandten, aber die einzelnen Regeln, das kann sozusagen Änderung geben und das ist damit sozusagen verbunden mit der Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, was sind die Nicht-Übereinstimmungen? Das heißt, wo könnte es sozusagen Unterschiede geben? Und wenn man darüber redet, dass es Unterschiede gibt oder geben könnte, bedeutet das nicht, dass es unbedingt in jede von diesen Punkten gibt es Unterschied. Das heißt, es kann ja sein, dass sozusagen die Scharia und die Regeln und die Gesetzgebung zu größten Teil übereinstimmt, aber gibt es Änderungen zu wegen Weisheiten von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Unterschiede gibt es bei sozusagen Einzelheiten von Gebete, Einzelheiten von sozusagen was halal, was haram ist bei Essen und auch sagen, was zeitgebunden ist, wie zum Beispiel in Scharia von Adam, das habe ich immer öfters erwähnt, da dürfte der Mann von seiner sagen, Schwester heiraten, weil das die Fortpflanzung sagen, nicht anders gehen würde, weil es gab ja nur Adam und Hawa. Aber danach ist so ein Gesetz sozusagen aufgehoben, weil man das nicht mehr brauchte. Aber das ist zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, warum sich Regeln ändern könnten, weil das auch zeitbedingt ist. Dann die 90. Frage: Was ist der Beweis, dass die Propheten in der Grundlage der Ibadah übereinstimmen? Dann sagt hier der Verfasser: Es gibt zwei Arten aus dem Koran, zwei Arten aus dem Koran dafür, also zwei Arten von Beweise. Zusammengefasste Beweise und detaillierte Beweise. Was damit gemeint ist, zusammengefasste Beweise, dass Allah subhanahu die Gesandten allesamt erwähnt mit der sozusagen Kernbotschaft, wo die alle sich einig waren. Und dann detaillierte Beweise, dass Allah subhanahu dann Gesandte mit ihren Namen erwähnt, was auch ihre Botschaft gewesen war. Zu den zusammengefassten Beweise gehört, Allah sagte, und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die falschen Götter, Tagut. Und das ist sozusagen ein deutlicher Beweis, dass Allah subhanahu hier allesamt die Gesandten für diese Aufgabe geschickt hat. Das heißt, das ist ein Beweis, dass Allah subhanahu alle Gesandten mit der Aufgabe At-Tawhid geschickt hat. Und wir haben von dir keinen Gesandten, wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer mir und so dient mir. Und noch weitere Beweise. Und dann zu den detaillierten Beweisen.
erwähnt er Nuh, als er zu seinem Volk gesprochen hat: O mein Volk, dient Allah, keinen Anbetungswürdigen habt ihr außer ihm. Und genauso zu Thamud, ihrem Bruder Salih: O mein Volk, dient Allah, keinen Anbetungswürdigen habt ihr außer ihm. Und dann erwähnte das mit Hud, also der zu Ad geschickt worden ist: O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm, und so weiter. Dann Shu'aib und auch weitere Gesandten, dass er ins Detail erwähnt, dass sie alle samt mit dieser Botschaft gekommen sind. Und das beweist, dass die Gesandten allesamt mit dieser Botschaft gekommen sind. Die Botschaft des Tauhids. Aus dieser Frage entnimmt man eine wichtige Sache, dass Allah SWT jede Volk Gesandte geschickt hat. Und das bedeutet, die Botschaft hat Söhne Adams allesamt sozusagen, also ist zu allesamt Söhne Adams gekommen. Und dass die Gesandten als frohe Botschafter gekommen sind und als Warner. Allah SWT sagt: وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Das sind deutliche Beweise, dass Allah SWT zu jedem Volke oder Gemeinschaft Gesandte geschickt hat. Das heißt, die Botschaft ist zu allen Menschen gekommen. Die zweite Sache, was wir schon vorher hatten: die Propheten allesamt bezeichnet man als Muslime, als Ergebene zu Allah SWT. Und dass ihre Religion die Religion des Islams ist. Und auch ihre Folger, die sie auf diese Botschaft gefolgt haben, sie gehören auch zu den Muslimen. Alle, die nicht sozusagen gefälscht haben und die haben nicht die Botschaft geändert und die sind ergeben für Allah SWT, die sind auf der Religion des Islams. Deswegen Ibrahim sagt: Aslamtu li Rabbil Alamin. Also ich bin ergeben für Allah Subhanahu wa ta'ala, ich bin Muslim, Ergebener. Und Allah SWT sagt über die Propheten: Yahkumu biha an-Nabiyun. Also richten mit ihr. Mit was? Mit dem Taurah. Richten mit ihr die Propheten, alladhina aslamu. Diejenigen, die sich ergeben haben für Allah SWT, die in den Islam eingetreten sind. Und Allah SWT sagt über al-Hawariyin, also die Anhänger von Isa a.s., قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Sie haben gesagt, das ist sozusagen das Folgen von ihrem Prophet: wir glauben und bezeuge, dass wir Muslime sind. Das bedeutet, der Glaube des Islams ist der Glaube von allen Propheten. Und deswegen wäre falsch, hier zwei Sachen zu machen. Die erste Sache, dass wir Unterschied zwischen Religion machen. Dass wir sagen, das ist die Religion von Isa und das ist die Religion von Muhammad. Weil alle Propheten haben eine Religion. Und das ist auch textisch, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: wir alle Propheten haben eine Religion. Eine Religion. Unsere Religion ist eins. Sagt, wir sind Geschwister zu verschiedenen Müttern, aber unser Vater ist eins. Unsere Religion ist eins. Deswegen, wenn es Unterschiede geben könnte bei einigen Gesetzgebungen, aber dürfen wir nicht dann sagen, es sind verschiedene Religionen. Alle Gesandten und ihre Anhänger, die nicht gefälscht haben, die nicht auf falsche Wege gegangen sind, sind Muslime, sind mit dir in einer Religion, in dem Islam. Und alle, die sozusagen einen Gesandten, nur einen Gesandten, verleugnet haben, sei es von den Muslimen heute oder sei es von denen, die behaupten, die befolgen irgendeinen anderen Prophet, wenn sie einen
von diesen Gesandten verleugnen, dann haben sie alle Gesandten verleugnet. Das sollten wir uns inshallah immer merken. Dann die 91. Frage. ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ Was ist der Beweis für die Unterschiede in der Scharia, also in den Gesetzen der Gesandten in Bezug auf Halal und Haram? Wie gesagt, das ist sozusagen nicht in jede Sache ein Unterschied, aber kann es Unterschiede geben. Kann es Unterschiede geben. So. Allah sagte, für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wenn Allah wollte, hätte er euch wahrlich zu einem einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe. So wetteifert nach den guten Dingen. Und Ibn Abbas sagt hier, Gesetze und einen deutlichen Weg, das bedeutet der Weg und die Sunna. Dasselbe hat Mujahid, Ikrima und Hasan al-Basri und Qatada und al-Dhahhak und al-Suddi und Abu Ishaq al-Subay'i gesagt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wir, die Propheten, sind Brüder väterlicherseits und unsere Religion ist eins. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam meint damit den Tawhid, mit dem Allah Ta'ala alle Gesandten und Propheten gesandt hat und die in allen seinen Büchern vor ihm offenbart wurden. Aber die Gesetze sind verschieden in Bezug auf Befehle und Verbote, Halal und Haram. Allah sagt, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und das hatten wir ja schon, dass sozusagen ein Unterschied gibt in einigen Gesetzgebungen. Und hier sagt Allah SWT, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Also wenn Allah das wollte, dann hatte er euch alle auf eine Religion und auf eine Scharia gemacht. Aber er hat das nicht gemacht. Und dann hat er die Weisheit von dieser unterschiedlichen Scharia verdeutlicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala prüfen wird. Dass man geprüft wird. Und deswegen ist der Muslim immer der Ergebene. Das ist eine Sache, die ihr euch aufschreiben solltet für diesen Punkt. Der Muslim ist immer der Ergebene. Der hält sich an das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm sagt. Und er wird getestet. Und heute werden wir auch geprüft. Geprüft mit einem Virus, wie wir uns zu verhalten haben. Deswegen, dass Allah uns prüft mit verschiedenen Sachen, mit der Scharia, die Allah uns gibt, das ist eine Prüfung, und auch mit dem Qadar, was Allah subhanahu wa ta'ala schickt, wird auch der Mensch geprüft. Der Mensch wird geprüft mit verschiedenen Sachen. Aber dass man zurückkehrt zu dem Buch von Allah subhanahu wa ta'ala und die Gesetzgebung, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, die dir befohlen hat, zu befolgen. Und das ist die Gesetzgebung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit. So. Ich weiß nicht jetzt, wie viel Zeit wir noch haben. Ich kann jetzt hier nicht die Zeit sehen. Kann das jemand schreiben? Dass wir inshallah so eine Stunde machen. Ich sehe hier Karim, mashallah, fleißig. Sagt sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich hoffe, du bist noch da. Sieht man hier, wie spät wir haben? Uhr. Ja, dann können wir inshallah noch Viertelstunde machen.
Wie viele Propheten wurden im Koran erwähnt? Wie viele Propheten wurden im Koran erwähnt? Das ist die Frage 93. Nein, 92. Hat Allah subhanahu wa ta'ala über alle Gesandten im Koran erzählt? Allah ta'ala hat uns ausreichend über ihre Nachrichten erzählt, reicht an Erinnerung und Lehre. Allah sagte, und wir sandten Gesandten, über die wir dir schon zuvor berichtet haben, und andere, über die wir dir nicht berichtet haben. Daraufhin glauben wir an alle Propheten, die im Detail oder zusammenfassend erwähnt werden. Deswegen hier der Glaube an die Gesandten muss ja nicht unbedingt sein, dass du jeden Gesandten bei Namen kennst. Deswegen kommt sehr oft im Koran, was Engel betrifft, was Propheten betrifft, was Bücher betrifft, die allgemeine Aussage über das Buch oder über den Engel oder die Bücher oder die Gesandten. Das reicht, dass du hier deine Glaube an all diese Gesandten, egal ob du die kennst oder nicht kennst, ob dir was berichtet worden ist oder nicht berichtet worden ist, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns von einigen berichtet hat und von einigen nicht berichtet hat. Und das kommt inshallah zu dem nächsten Punkt, also was wir uns aufschreiben sollten, zu der Frage 92. Was ist die Weisheit, dass Allah uns einige Geschichten von den Propheten erwähnt und einige nicht erwähnt? Die Weisheit für die Erwähnung von Geschichten der Propheten im Koran. Als allererstes, dass wir Lektion nehmen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns von Geschichten von einigen Propheten und redet über Details, was wir wissen sollten, um Nutzen davon zu ziehen und Lehre davon zu nehmen. Das nennt man Al-Ibra. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Also in ihren Geschichten hat Allah subhanahu wa ta'ala eine sozusagen Lektion gemacht, eine zum Nachdenken, etwas zum Nachdenken gebracht, dass man Lehre davon zieht. Für wen? Für diejenigen, die gesunden Verstand haben. Und das ist eine Punkt, dass man Lehren zieht. Und deswegen liest man die Geschichten im Koran von den Propheten und zieht man Lehren in sein Leben. Das ist sozusagen der Grund, warum man sozusagen die Geschichten von Propheten im Koran lesen sollte, dass man Lehren zieht für sein Leben. Dann, dass man nachdenklich wird, dass man nachdenkt. Faqsus al-Qasas, la'allahum yatafakkarun. Also erwähne die Geschichten, sodass sie darüber nachdenken. Das heißt, dass man dann auch nachdenklich wird und versteht auch seine Gegenwart. Auch warum man auch die Geschichten der Propheten braucht, damit man befestigt wird. Die Erwähnung der Geschichten der Propheten im Koran ist auch eine Befestigung für die Gläubigen. Befestigung für unser Prophet gewesen. Befestigung für die Sahaba. Und auch in jeder Zeit ist das Befestigung für uns, auch für die Gläubigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und jedem, von dem wir dir was erzählen, von den Nachrichten der Gesandten, erzählen wir dir, was deinen Herzen befestigt. Und das ist sozusagen auch ein wichtiger Punkt, warum man überhaupt die Geschichte der Propheten braucht, zu lernen, zu verstehen und sozusagen, damit man auch eine Befestigung hat. In Zeiten, wo Fitan ist, in Zeiten, wo man nur materiell wird, aber
man hat ein Beispiel von der Geschichte, das sozusagen wahr ist. Und hier auch ein wichtiger Punkt für die Erziehung der Kinder. Wenn man die Kinder mit Geschichten des Korans verbindet, das sind wahre Geschichten. Das sind nicht gelogene Geschichten und Erfindungen. Weil das Kind, was zu falscher Erziehung gehört, ist, dass man ihn in eine Fantasiewelt bringt und Sachen, die nicht wahr sind, wie Spider-Man und Batman und Superman. Wenn man solche Personen nimmt und die zu Helden macht und das ist alles gelogen und das gibt es nicht und sie sind möchte gerne Helden, aber die existieren nicht, dann hat man das Kind mit der Lüge verbunden und in eine Scheinwelt gebracht, wo das Gute so aussehen kann und eine sozusagen so eine Mann mit außergewöhnlichen Kräften kommen könnte und so weiter und so fort. Aber wenn man ihn mit dem Koran verbindet und mit der Geschichte der Propheten verbindet und mit Allah subhanahu wa ta'ala und seine Macht und seine Unterstützung zu den Gläubigen und wie das aussah bei den Musa a.s., bei Ibrahim a.s. und Allah hat ihn gerettet und Allah, und das sind wahre Geschichten, so verbindet sich das Kind mit Allah. Deswegen ist sehr wichtig für die Erziehung der Kinder, die Geschichten der Propheten zu erwähnen. Und das sind wahre Geschichten, von denen man Nutzen sieht und zu denen man, also sozusagen zu den Weisheiten, dass man befestigt wird. Auch zu den Weisheiten von Geschichten der Propheten, dass man die Regelmäßigkeiten von Allah kennt. Man lernt durch das Verhalten von den Propheten und ihre Völker die Regelmäßigkeiten von Allah subhanahu wa ta'ala, wie die kommen. Und so kann man dann auch auf seine Zeit sehen, damit man nicht in gelogene Fantasie lebt. Zum Beispiel, wie kommt die Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala? Dann lass in den Geschichten der Propheten lesen, wie die gekommen ist. Aber dass man sagt, ja, die Unterstützung kommt, weil wir jetzt so und so und so und so, und man kennt nicht die Regelmäßigkeiten von Allah subhanahu wa ta'ala, man wird verblendet, man kommt in eine Fitna und direkt sagt man, ja, das ist jetzt die Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt müssen wir irgendwas machen, Putsch machen oder auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Und das ist die, so kommt der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala. Nein. Man muss die Regelmäßigkeiten von Allah kennen, womit auch der Sieg kommt. Und wenn man diese Regelmäßigkeiten kennt, dann weiß man, diese Regelmäßigkeiten ändern sich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُ. Sehen Sie nicht auf der Erde, wie die Folgen waren von denjenigen, die vor ihnen waren, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet hat, und für die Ungläubigen gibt es das Gleiche auch. Das heißt, es ist sozusagen eine Regelmäßigkeit, die immer bleibt. Das sollte man merken. Und die Muslime, wenn sie eine falsche Regelmäßigkeit befolgen, dann sollen sie nicht den Sieg oder den Gewinn oder die Änderung der Lage erwarten, sondern sie müssen wissen, es gibt Regelmäßigkeiten von Allah subhanahu wa ta'ala, die ändern sich nicht. Und auch die Weisheit, warum man die Geschichten der Propheten braucht, damit man auch ihre Manhaj und Methodik lernt in der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinen Propheten, Ulaika alladhina hadallah. Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So durch ihre Rechtleitung, nimm dir ein Beispiel. Und so hat der Prophet Muhammad sallam sich Beispiel genommen bei Sabr und sozusagen, Standhaftigkeit und Geduld, hat er sich Beispiel genommen bei Musa a.s., wie er geduldig war mit seinem Volk. Und hat er sich bei vielen Propheten Beispiel genommen. Und so sollten wir auch die Beispiele nehmen von unseren Propheten, wie sie waren mit ihren Völkern
und wie man die Dawa führen sollte. Und das, inshallah, ist die letzte Frage. Und inshallah, das nächste Mal die Frage 93 notiere ich mir, inshallah, dass wir hier stehen geblieben sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.